Es war eine besondere Feier im Augsburger Dom, das merkte man schnell. 38 Katechumenen und Kandidaten haben hier um ihre Zulassung zu Taufe, Kommunion und Firmung gebeten. Eine von ihnen war Ute Lechner. Ihre Geschichte, warum sie erst mit knapp 40 Jahren den Weg zur Kirche eingeschlagen hat, ist ganz typisch für die Erwachsenentaufe in den letzten Jahren. Ich bin aus der ehemaligen DDR, damit mit Kirche gar nichts am Hut gehabt. Und dann bin ich nach Bayern gekommen und habe in einer recht christlichen Gemeinde bin ich einfach unheimlich warmherzig aufgenommen worden und habe für mich selber festgestellt, in meinem Leben fehlt noch was, damit es perfekt ist. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, über auch den katholischen Frauenbund und auch die ganze Gemeinschaft, habe ich festgestellt, das muss Jesus sein, der in meinem Leben fehlt. Und das will ich jetzt komplett machen und will jetzt Jesus in mein Lebensboot mit reinholen. Begleitet wurde sie von einem ganzen Fanbus, der den Weg von ihrer Gemeinde in Donauwörth-Riedlingen bis nach Augsburg mitgegangen ist. Wir hatten eine wunderschöne Aufnahmefeier bei uns in der Gemeinde, wo mich die gesamte Gemeinde mit wirklich offenen Armen empfangen hat. Und das war für mich auch ein unwahrscheinlich tolles Erlebnis, wie für mich wildfremde Leute auf mich strahlend zukommen und mit offenen Armen und mich begrüßen. Schön, dass du in unsere Gemeinde kommen willst. Diesen Gedanken hat auch Bischof Konrads Dasein seiner Predigt besonders herausgestellt. Sein Wunsch für die Taufbewerber: Sie sollen sich freuen auf die Aufnahme in der Kirche und den neuen Glauben als wertvolles Geschenk annehmen. Aufregung, ja, aber ich glaube, das war noch schlimmer heute Morgen bei uns in der Gemeinde beim Gottesdienst, weil da steht man noch viel mehr im Mittelpunkt, weil man da alleine ist, also als einziger Taufbewerber. Aber Bammel, aber schon Vorfreude. Doch, ich habe mich jetzt unwahrscheinlich gefreut auf den Dom und auch auf das Zusammentreffen mit dem Bischof und auch auf andere Taufbewerber, einfach um zu sehen, was sind das andere für Leute. Außer Ute Lechner hatten sich hier noch 37 weitere Personen um die Aufnahme in die katholische Kirche bemüht. Sie alle hatten jemanden aus ihrer Gemeinde dabei, viele auch Freunde und Verwandte. Für Bischof Konrad Staser ist eine Feier wie an diesem Tag von großer Bedeutung. Ich habe mich heute besonders gefreut. Der Durchschnitt waren jüngere Leute und es waren viele. Und über jeden Einzelnen freut man sich. Aber eben auch, wenn dann so eine große Schar da ist. Und dann auch die Leute, die da mitgekommen sind, die sie begleiten, das ist ja auch ein schönes Zeichen, dass sie nicht allein sind. Papst Benedikt hat gesagt, wer glaubt, ist nicht allein. Das sieht man hier mal ganz sinnenfällig. Eine gute Stunde hat die Feier gedauert, dann hatten die Katechumenen und Kandidaten ihre Zulassung zur Taufe, Kommunion und Firmung erhalten. Für sie der nächste große Schritt hin zur endgültigen Aufnahme in ihren jeweiligen Gemeinden. Diese findet traditionell in der Osternacht statt. Ich fühle mich unglaublich, ja, unglaublich ist das richtige Wort, ich kann es gar nicht beschreiben, unheimlich wohl. Ich bin total voller Freude und ich freue mich jetzt auch unwahrscheinlich auf die Osternacht und auf die Taufe. Viele Stunden im Gespräch mit Gläubigen und Priestern in ihren jeweiligen Gemeinden liegen inzwischen hinter den Taufbewerbern, auf ihrem Weg, sich voll in die Kirche einzugliedern.